Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Freddy, ich bin Produktmanager bei TQ und ich werde in den nächsten Wochen immer wieder kleine Videos für die Videoserie Shortcut machen und heute geht es mit dem ersten Thema los und das Thema ist Überlast. Was ist überhaupt Überlast, fragt ihr euch vielleicht. Überlast bedeutet, dass ihr das Drehmoment eines Motors, vor allen Dingen eines Elektromotors, für einen kurzen Zeitraum um ein Vielfaches steigern könnt. Im Fall von TQ-Motoren ist das das 2- bis 3-fache. Das bedeutet, dass ihr aus einem Golf oder so für einen kurzen Zeitraum einen Ferrari machen könnt. Ziemlich cool, oder? Wieso geht das nur für kurze Zeit? Wieso können wir diesen Motor nicht einfach die ganze Zeit so stark sein lassen? Das hat hauptsächlich thermische Gründe. Das heißt, wenn ich mehr dem Motor abverlange, produziert er mehr Hitze. Kann er diese Hitze nicht abführen, kann ich das nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Deshalb ist es wichtig, dass Elektromotoren wenig Verluste produziert. Und genau hier ist TQ stark, genau hier sind unsere Motoren besonders gut. Ein weiterer Faktor dafür ist der Sättigungseffekt, aber über diesen Effekt möchte ich in einem späteren Video sprechen. Wo finde ich Informationen zu dem Überlast und zur Überlastfähigkeit von Elektromotoren? Grundsätzlich findet ihr diese Informationen in Datenblättern. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil jeder Hersteller das so ein kleines bisschen anders definiert. Im Falle von TQ findet ihr in unseren Datenblättern Kurven, die genau beschreiben, bei welchem Drehmoment der Motor welchen Strom benötigt und wie sich das verhält. TQ definiert das maximale Drehmoment eines Motors immer in einem in der Applikation sinnvollen Bereich, spezifisch bei einer 20%igen Sättigung. Mehr dazu im nächsten Video. Was bedeutet das jetzt für euch als Anwender? Ganz wichtig, checkt eure Applikation, checkt eure Anwendung. Wie viel Drehmoment braucht ihr wirklich? Für welchen Zeitraum braucht ihr das wirklich? Ist es nur kurz zum Anfahren? Und wie hoch ist diese Maximallast? Das kann dazu führen, dass ihr einen deutlich kleineren Motor benutzen könnt, als ihr eigentlich dachtet. Ein solcher kleinerer oder ein optimaler Motor führt dazu, dass ihr am Ende Gewicht spart, dass ihr Platz spart, dass ihr auch Geld spart und eine effizientere Gesamtlösung bekommt. Das war es jetzt mit dem Thema Überlast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal geht es weiter mit dem Thema Sättigung. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns, darauf einzugehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.